Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Mittwochmorgen. Heute ist der 31.03.2021. Bevor wir loslegen, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die zahlreichen interessanten und auch ehrlichen, offenen Kommentare gestern bezüglich der Themen, des Themenbereiches Kindheit. Die meisten von uns hatten da jetzt nicht so die schönsten Erlebnisse, aber positiv betrachtet, sie haben uns sehr, sehr geholfen, weiterzukommen. Weil letztendlich ist es ja so, wenn einem sprichwörtlich ja, der Zucker in den Allerwertesten geblasen wird, worin besteht der Entwicklungsprozess? Er wird sehr bescheiden sein. Ich habe es in Horoskopen oft festgestellt, dass Menschen, die sehr viel Glück im Leben haben, denen alles aufgeht, die ein angenehmes Leben führen, dass die sozusagen eine Art Bonusrunde für gute Taten aus früheren Leben bekommen, wenn ich das jetzt mal so kindlich formulieren darf. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass die, die eine schwere Kindheit haben, schlechte Taten in früheren Leben gehabt haben, sondern es geht darum, dass wir uns eben weiterentwickeln. Es ist eben hier nicht der Platz, um sich häuslich einzunisten. Dafür war die Erde leider nie gedacht. Wir haben hier nicht das Horoskop von morgen, den 1. April. Also dieses Horoskop ist auch kein Scherz. Es ist der 15.06.2021. Ich habe immer gesagt 14.06.2021, Saturn-Uranus-Quadrat. Allerdings habe ich die Sommerzeit vergessen mit einzukalkulieren. Das heißt, wir haben hier 4 Minuten nach Mitternacht, ist schon 15.06. Hier haben wir den Saturn genau auf der Hauptachse. Ihr ahnt schon, was das bedeutet. Und Uranus im zweiten Haus. Naja, nennen wir es mal Kontinuität. Die Zahlen lauten 15, 21, 23, nochmals 23, 25 und die 26, Quersumme 8. Ja, die erste Zahl bedeutet festhalten, Magiezahl, Machtzahl, Sexualität. Ich würde es in erster Linie auf die Materie beziehen, weil es ja die 6 ist, die Quersumme 1 und 5 in 6 und die 6 geht sehr stark um die Materie, die festen Sternzeichen. Wir wollen einfach nicht loslassen. Verstehe ich. Alles nachvollziehbar. Die 21 an zweiter Stelle bedeutet größtes Glück, maximaler Schutz. Also egal, was hier passiert, ich würde sagen, das ist so ein Halbjahreshoroskop. Letztendlich kann uns nichts geschehen. Dann haben wir an dritter und vierter Stelle die 23, ja, richtig gerechnet, die 23, some like it hot. Man kämpft gerne mit allem und jedem, nein, das nicht. Man möchte alles selber tun, will keine Hilfe annehmen und wenn es dann nicht mehr geht, nimmt man doch Hilfe an und rückblickend wäre ja alles viel einfacher und leichter gewesen, weil es da ist. Also das heißt, wir machen es uns viel zu schwer, wir sollten es uns leichter machen. Dann haben wir die 25 an vierter Stelle. Man hat viel für andere getan. Die haben natürlich unsere Erwartungshaltung auf Gegenleistung nicht erfüllt. Man ist dann beleidigt und sauer und sinnt auf Rache. Und die Lösung hier ist ganz einfach. Sage doch mal, was du möchtest. Ja? Rede über deine Gefühle und über deine Erwartungen. Weiter zum zweiten Teil. Ende.